Dieser Mann wird von seinem eigenen Bruder verraten und bereitet sich 2 Jahre lang darauf vor, nicht nur ihn, sondern seine gesamte Organisation zu stürzen. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute erzähle ich euch von dem spanischen Action-Thriller Extremo. Der Film beginnt damit, dass ein Mann namens Maximo seinen Sohn Ander anruft, um ihn zu fragen, ob er bereit ist, denn sie verlassen Barcelona, nachdem er seine Arbeit beendet hat. Maximo kommt dann in einer kolumbianischen Drogenfabrik an und Maximos Bruder Lucero betritt die Fabrik, während der Maximo seinen Freund Rafa bittet, im Auto zu warten. Lucero trifft sich daraufhin mit dem Fabrikbesitzer Romeo, um ihm eine Geldsumme als Gegenleistung für die Unterstützung von Luceros Vater zu zahlen, da dieser für den Vorsitz einer kriminellen Organisation in Europa kandidieren wird. Romeos Bedingung dafür war, dass sein Sohn zu einem wichtigen Beamten ernannt werden sollte. Währenddessen ist Luceros Vater mit Luceros Schwester Maria auf dem Weg zu den Wahlen, die in einer halben Stunde beginnen werden. Romeo wird währenddessen überrascht, als er die Tasche öffnet und statt des Geldes den Kopf seines Sohnes findet. Es kommt daraufhin zu einem Schusswechsel zwischen Lucero und Romeos Männern. Nachdem er einige von ihnen getötet hat, bittet Lucero Rafa, seinen Vater anzurufen und ihm mitzuteilen, dass Romeo geflohen sei und die Wahlen eine Falle sind. Daraufhin befiehlt Lucero Maximo, alle Männer von Romeo und auch die Fabrikarbeiter zu töten. Maximo gefällt Luceros Vorgehensweise gar nicht, vor allem nicht die unbewaffneten Fabrikarbeiter zu töten. Aber er ist loyal zu seiner Familie, vor allem zu Luceros Vater, der ihn als seinen leiblichen Sohn betrachtet. Anschließend bittet Lucero Maximo zu gehen und ein eigenes Leben mit seinem Sohn zu beginnen, nachdem er erfahren hat, dass sein Vater bald in der Fabrik eintreffen wird. Kurz darauf trifft Luceros Vater auch ein und wird wütend über das, was er getan hat. Er hatte Lucero in der Vergangenheit nach Japan geschickt, damit er die Bedeutung von Loyalität und Selbstachtung lernt. Doch stattdessen lernte er die Brutalität der Yakuza kennen und kehrte damit nach Barcelona zurück. Während sie sich unterhalten, fordert Lucero plötzlich einen Auftragskiller auf, die Leibwächter seines Vaters zu töten, darunter auch Maria. Als Maria dies bemerkt, schleicht sie sich heimlich davon, bevor die Killer sie töten können. Daraufhin richtet Lucero eine Waffe auf seinen Vater, um ihn zu töten, um endlich seinen Platz einzunehmen. Bevor er ihn jedoch tötet, sagt er ihm noch, wie sehr er ihn hasst, weil er Maria und Maximo mehr liebe als ihn, obwohl er sein richtiger Sohn sei. Er fragt daraufhin seinen Vater, ob er lieber einen Kopf- oder einen Herzschuss haben wolle. Sein Vater antwortet daraufhin mit Kopf und Lucero erfüllt ihm den Wunsch. Dann erzählt ihm noch jemand, dass Maria entkommen konnte. Wir sehen dann Maximo, der in seinem Haus ankommt, seinen Sohn umarmt und dann den Schlüssel dem Kindermädchen übergibt. Wir sehen dann aber auch, dass das Kindermädchen den Schlüssel ohne Maximus Wissen gegen Geld an einen mysteriösen Mann weitergibt. Während Ander noch auf seiner Gitarre spielt, bemerkt er jemanden in seinem Haus. Maximo befiehlt Ander daraufhin, sich zu verstecken. Kurz darauf greift eine Gruppe von Leuten Maximus Haus an. Zunächst gelingt es Maximo noch, sie allein abzuwehren, doch als ein Mann namens Finito das Haus betritt, schießt er Maximo von hinten an und erschießt dann Ander vor den Augen seines Vaters. Nach dem Vorfall eilt Finito nach draußen und erzählt Lucero, was er getan hat. Es stellt sich dann wieder heraus, dass Lucero derjenige ist, der die Tötung von Maximo und seinem Sohn angeordnet hat. Bevor er geht, sprengt Finito das Haus von Maximo in die Luft, um seine Spuren zu verwischen. 2 Jahre später sehen wir einen jungen Mann namens Leo, der sich seiner Freundin Daniela nähert, dann aber kurz zur Seite genommen wird, um ein paar Drogen zu verkaufen. Als Leo und Daniela an einer verlassenen Garage vorbeikommen, hören sie laute Musik und beschließen hineinzugehen. Sie sehen, wie Maximo, der immer noch lebt, seinen Körper trainiert und Kampfsportarten ausübt. In dieser Nacht kommt Leo nach Hause und gibt das Geld, das er mit dem Drogenverkauf verdient hat, seiner Mutter, die nichts von seiner Arbeit weiß. Außerdem gibt er seinem Bruder ein Geschenk zum Geburtstag. Kurz darauf erhält Leo einen Anruf von seinem Lieferanten, einem Mann namens Jaro, der sich als Mitarbeiter von Lucero herausstellt. Der Mann bittet Leo, Drogen in einem russischen Gangstergebiet zu verkaufen, aber Leo weigert sich, weil er sonst getötet wird. Allerdings zwingt Jaro Leo dazu und der hat keine andere Wahl. Drogen zu dealen ist normalerweise kein sehr nachsichtiges Geschäft. Leo gelingt es auch, mehrere Pakete Heroin zu verkaufen, bevor er von den Russen erwischt wird, die ihn in einer verlassenen Garage verprügeln. Sie warnen ihn davor, nochmal in ihrem Gebiet zu verkaufen und drohen ihn zu töten. Zur gleichen Zeit kommt jedoch Maximo in der Gasse vorbei und versucht Leo zu helfen, indem er die Russen verprügelt und dann schnell verschwindet. Leo gelingt es, Maximo zu folgen, bis er die alte Garage erreicht, in der er früher gewohnt hat. Leo dankt Maximo dafür, dass er ihm geholfen hat, während Maximo seine Wunde versorgt. Als Leo eine Gitarre sieht, fragt er ihn, ob er darauf spielen kann. Maximo sagt ihm jedoch, dass die Gitarre seinem ermordeten Sohn Ander gehörte und er sie nicht spielen kann. Nachdem er über seinen Sohn gesprochen hat, erinnert er sich daran, was ihm vor seinen Augen zugestoßen war, und seitdem ist er entschlossen, sich an Lucero zu rächen.
Allerdings ist Lucero verschwunden und niemand weiß, wo er sich aufhält. Am nächsten Tag bittet Leo Maximo, ihm beizubringen, wie man sich verteidigt, und bietet ihm an, im Gegenzug das Gitarrespielen beizubringen. Maximo geht auf diese Bitte ein. Er beginnt damit, ihm die Grundlagen des Kampfes beizubringen. Bevor er geht, schreibt Leo noch seine Nummer auf, damit Maximo ihn anrufen kann. Bevor er jedoch geht, bittet ihn Maximo, einen Handschlag zu machen, die sein verstorbener Sohn Ander zu tun pflegte. Andernorts sehen wir jetzt Lucero, der mit seinen Geschäftspartnern spielt, und Rafa erzählt, dass er nach Barcelona zurückkehren will, um die Mafia zu leiten, die von Dimitri, dem russischen Mafioso, kontrolliert wird. Während Leo auf dem Campus unterwegs ist, ruft Jaro ihn wieder an und sagt ihm, er soll wieder in der russischen Gegend dealen. Aber Leo lehnt diesmal ab und legt auf. Trotzdem geht Leo in dieser Nacht trotzdem in das russische Gebiet, doch Jaro und seine Männer warten dort bereits. Als Leo Jaro sieht, rennt er weg, aber vergeblich, denn Jaro erwischt ihn und schlägt ihn schwer und bricht ihm die Hand, weil er herausgefunden hat, dass Leo ihm Geld gestohlen hat. Am nächsten Tag ist Maximo überrascht, Daniela vor dem Garagentor zu finden, die nach Leo sucht. Sie erzählt ihm, dass Leo das Geld, das er mit dem Verkauf von Drogen verdient hat, gestohlen hat und dass Jaro hinter seinem Verschwinden stecken könnte. Maximo schickt Leo daraufhin eine Nachricht und bittet ihn, sich mit ihm zu treffen. Und als er ihn in der Kirche trifft, erzählt er ihm alles. Maximo bittet daraufhin Maria, Leo zu helfen, aber stattdessen erinnert sie ihn an ihren Plan und an die am Abend stattfindenden Wahlen der Mafiabosse. Wir sehen dann Jaro und seine Männer beim Betreten eines Nachtclubs einer russischen Bande. Es stellt sich heraus, dass Maximo Jaro gefolgt ist, um sich für Leo zu rächen. Maximo besiegt Jaro auch mit Leichtigkeit und als seine Männer ihm helfen wollen, erkennt einer von ihnen Maximo und beschließt zu fliehen. Maximo schafft es jedoch, alle Männer von Jaro zu besiegen und bricht ihm daraufhin die Hand, so wie er es bei Leo getan hat. Danach geht er zu Marias Haus, um nach Leos Zustand zu sehen und Maria Kampfsport zu lehren. An anderer Stelle geht Finito zu Jaros Haus und verspottet ihn für das, was passiert ist. Jiro erzählt Finito, dass der Mann, der ihn angegriffen hat, Gladiator genannt wird. Als Finito diesen Namen hört, erkennt er, dass der Mann, der Jaro geschlagen hat, Maximo ist, der immer noch am Leben zu sein scheint. Finito tötet daraufhin Jaro. Er fragt seine Männer nach dem Verbleib von Maximo und Leo. In der Zwischenzeit beschließt Leo, der sich erholt hat, nach Hause zu gehen und ignoriert die Warnungen von Maria und Maximo. Maximo begleitet Leo daraufhin nach Hause, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Leo ist jedoch schockiert, als erfährt, dass sein jüngerer Bruder zusammen mit seiner Mutter und seinem Großvater getötet wurden. Finito ist bereits dort, um Leo zu töten. Maximo stürmt daraufhin herein und rettet ihn. Maximo liefert sich einen erbitterten Kampf mit Finito und seinen Männern, kann sie auch besiegen, aber Finito kann entkommen. Maximo bringt Leo daraufhin zurück zu Marias Haus, während Maria die Wunden von Maximo versorgt. Er erzählt ihr, dass Finito nun weiß, dass er noch lebt, was Maria wütend macht, weil ihr Racheplan scheitern könnte. Maria geht daraufhin zu Leo, der weint und sich die Schuld für den Tod seiner Familie gibt. Sie versucht ihn zu trösten, aber Leo ist so am Boden zerstört, dass er sich in seinem Zimmer einschließt. Maximo kehrt daraufhin in die Garage zurück, in der er wohnt, und Maria ruft ihn an, um ihn vor Finito zu warnen. Maximo bereitet sich dann darauf vor, Finitos Männern gegenüberzutreten und schafft es mit seinen Kampfkünsten, Finitos Männer mit Leichtigkeit auszuschalten. Dann gibt Maria ihm Informationen über einen Mann namens Erquiza, der für die Organisation von Luceros Geldwäscheaktivitäten verantwortlich ist und sich in einem Nachtclub aufhält. Maximo begibt sich sofort zu dem Club, kann ihn aber nicht betreten, weil der Laden geschlossen ist. Er kümmert sich jedoch nicht groß darum und tötet einen Wachmann nach dem anderen und stellt auch die Männer zur Rede. Maria teilt ihm währenddessen mit, dass das Geld noch vor der Wahl an Lucero übergeben wird und dass der LKW, der das Geld transportieren wird, in 20 Minuten ankommen wird. Erquiza versucht währenddessen zu fliehen, während Maximo seine Männer abwehrt, aber es gelingt Maximo, ihn einzuholen und zu schlagen. Dann schickt er eine Nachricht von dessen Handy an Lucero, bevor er das ganze Geld nimmt und verschwindet. Rafa geht daraufhin zu Erquiza und ist sehr überrascht, als er sieht, was im Club geschehen ist. Erquiza erzählt ihm daraufhin alles, auch über den Brief und das Mobiltelefon, das er ihm gegeben hatte. In der Zwischenzeit versucht Maria, eine Kugel aus Maximos Körper zu entfernen, die er sich im Club eingefangen hat. Maximo weigert sich jedoch, sich der Operation zu unterziehen, weil Lucero bald eintreffen wird und er ihn töten will, sobald er da ist. Leo, der sich auch um Maximos Zustand sorgt, injiziert ihm daraufhin ein Betäubungsmittel, damit Maria die Kugel entfernen kann. Lucero kommt dann in Barcelona an und bittet Rafa, ihn zu einem Treffen mit Erquiza zu bringen, da er die gewünschten Informationen nicht erhalten hat. Daraufhin tötet Lucero Erquiza brutal. Leo schnappt sich währenddessen Marias Waffe, als sie schläft, und verlässt das Haus, nachdem er durch den Peilsender erfahren hat, wo sie sich aufhalten. Als er am Tatort ankommt, richtet er die Waffe auf zwei Personen, die gerade dabei sind, die Leiche von Erquiza zu entsorgen. Plötzlich geht jedoch Finito dazwischen und schafft es, Leo zu treffen.
Leo sagt allerdings, dass Maximo kommen wird, um ihn zu retten. Und als Finito im Begriff ist, Leo zu töten, fährt Maria vorbei, schlägt Finito nieder und bringt Leo auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie versucht daraufhin, Maximo anzurufen, aber der antwortet nicht, weil er immer noch bewusstlos ist. Einer von Finitos Männern folgt Maria allerdings ins Krankenhaus und informiert Finito über ihren Aufenthaltsort. Als der Russe erfährt, dass Maximo noch am Leben ist, befiehlt er Finito, ihn auf der Stelle zu töten. Währenddessen betritt ein anderer Untergebener von Lucero namens Chul Mu das Haus von Maria, um nach dem Geld zu suchen. Er wird jedoch von Maximo begrüßt, der endlich aufgewacht ist. Chul Mu sagt Maximo noch, er wollte immer, dass er der Anführer wird, anstatt von Lucero, aber er habe es vergeigt. Jetzt sei Lucero unantastbar und er habe keine andere Wahl, als ihm zu gehorchen. Daraufhin geraten die beiden in einen heftigen Kampf, in dem Maximo Chul Mu fragt, wo Lucero jetzt sei. Im Affekt sagt es ihm Chul Mu und auch, dass er das Geld zurückbringen wird, doch Maximo schnappt sich ein Messer und sticht ihn zu Tode. Danach besucht er noch Leo im Krankenhaus und geht dann zu Lucero. Rafa erfährt jedoch von Maximos Ankunft und berichtet Lucero davon. Maximo tötet daraufhin einen nach dem anderen von Luceros Männern und als er auf Rafa trifft, will der ihm helfen, Lucero zu töten. Plötzlich wirft jedoch einer von Luceros Männern eine Granate und Rafa wird durch die Explosion getötet. Maximo trifft dann endlich auf Lucero, der ihm sagt, dass er das alles nur getan hat, weil ihr Vater ihn und Maria mehr geliebt hat als ihn selbst. Die beiden geraten daraufhin in einen Kampf und als Maximo kurz davor ist, seinen Bruder zu töten, taucht Finito auf, der Maria als Geisel hält. Maximo wird davon natürlich abgelenkt und Lucero gewinnt. Maria versucht noch, Finito zu schlagen, wird aber von ihm betäubt. Lucero befiehlt daraufhin Finito, Maximo zu töten, weil er selber Maria töten will. Aber plötzlich steht Maximo auf und tötet Finito mit einem Schlag. Dann wacht auch Maria auf und beide greifen Lucero an. Es gelingt ihnen, Lucero mit einem Stich ins Herz und einem Schuss in den Kopf zu töten. Und nachdem sie ihn losgeworden sind, nehmen sie sein ganzes Geld mit und holen Leo aus dem Krankenhaus. So, und damit endet unsere heutige Filmvorstellung. Ich finde, das war eine wirklich schöne spanische Produktion. Ich bin immer wieder begeistert, was neben Hollywood so in anderen Ländern eigentlich an coole Sachen produziert werden. Die Action war auf jeden Fall fesselnd und die Martial Arts Szenen waren richtig schön inszeniert. Ob die Story jetzt so super tief und ergreifend war, darüber kann man sich streiten. Allerdings ist die auch nicht unbedingt immer der Fokus bei Action-Thrillern. Insgesamt würde ich den Film aber auf jeden Fall empfehlen. Wenn euch aber die Filmzusammenfassung auch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schaltet die Benachrichtigung ein, damit ihr mehr Filme wie diesen sehen könnt. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch Jolene IDK grüßen. Sie schreibt wie immer ein super Video. Hey, vielen Dank Jolene IDK, dass du da bist und dass du uns diesen tollen Kommentar geschrieben hast. Ich freue mich riesig darüber, dass dir unsere Filme gefallen und ich hoffe, dass du noch lange Spaß dran hast. So, wenn ihr noch andere Meinungen zum Kanal habt, mich etwas fragen möchtet oder einfach mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt es in die Kommentare und mit etwas Glück seid auch ihr in einem der nächsten Videos mit dabei. Bis dann!